Doch auch, hier sind wir wieder bei Let's Play The Witcher mitten des Nächtens im Sumpf. Wir befinden uns bei den Holzfällern, die hier ihr Tageshandwerk niedergelegt haben und sich nun dem Matratzenhorchdienst zuwenden. Wir, beziehungsweise ich, werde mich jetzt mal zum Druidenhain begeben. Dabei werde ich aber, denke ich mal, auf dem Weg bleiben. Ne, vielleicht finden wir da ja mal was Interessantes. Vielleicht auch nicht. Gut. Ich freue mich ziemlich auf den Druidenhain. Interessante Menschen. Da hinten gibt es ihn, glaube ich, schon zu sehen. Und da gibt es auch einen Wolf oder Wölfe, aber die sind grün. Irgendeine Person hat uns eben schon davon berichtet, dass diese Druiden sich Viecher oder liebenswerte Tiere in dieser Welt zähmen und dann als Haustiere halten. Was gibt's denn da hinten? Schrein der Militäle, okay. Haufenweise Blutsauger. Ein Leichnam, dich habe ich noch nicht ausgenommen. Nehme ich nicht mit. Brauche ich nicht. Oder war ich hier doch schon? Ach so, hier ist der Golemhain. Dann war ich hier schon. Der Totenacker. Golem Totenacker. Bevor wir jetzt da hinten reinrennen, ich renne hier wieder rum wie so ein blindes Huhn. Gerade noch die Körbe hier gecheckt. Kuhmilch, Tafelwasser. Not that interesting. Mal was zu Futter mitnehmen, man weiß ja nie. Feuerstelle, weiße Myrte. Ich habe mir gedacht, ich gehe mal nachts zum Druidenhain. Vielleicht birgt das eine weitere verstärkte Romantik und das sieht schon ziemlich titte aus, muss ich sagen. Wer bist du denn? Was ist, weißer Wolf? Du hast nicht viel an. Stört mich wenig. Gwynblade. Gwynblade. Was heißt das? Weißer Wolf. Ihr kennt mich? Euer Ruf eilt euch voraus. Ihr wisst vielleicht mehr als ich selbst. Ich erinnere mich nicht an meine Vergangenheit. Manche Dinge vergisst man besser. Dennoch empfinde ich Mitleid mit euch. Könnt ihr mir helfen? Leider nicht. Meine Schwestern aus dem Brokilon könnten vielleicht helfen, doch die sind in weiter Ferne. Ihre Schwestern aus Brokkoli. Erzählt mir vom Brokilon. Der Brokilon ist die Heimat der Dryaden, eine von Menschen unberührte Wildnis. Doch unsere Nachbarn erheben Anspruch auf die Wälder. Daher kommt es ständig zu Grenzstreitigkeiten zwischen Menschen und Dryaden. Wer gewinnt diesen Krieg? Unsere Bogenschützen sind unübertroffen. Aber wie lange können wir der rohen Gewalt trotzen, die die Menschen zu den Herren der Welt gemacht hat? Habt ihr's gesehen? Habt ihr's gesehen? Entschuldigung. Ihr begrüßt also, dass die Elfen und Zwerge... Ihr begrüßt also, dass die Elfen und Zwerge für ihre Unabhängigkeit kämpfen? Diese Kinder? Die haben den Sinn des Kampfes längst vergessen, dürsten nur nach Blut und Rache und empfinden nichts als Verachtung für die Menschen. Sie erkennen nicht, dass sie den Menschen damit immer ähnlicher werden. Wir verteidigen lediglich unsere Heimat, Gwynblade, und trachten nicht danach, die Menschen ins Meer zu treiben. Warum schließt ihr keinen Kompromiss mit den Menschen? Tja. Ihr legt alle Konzessionen als Schwäche aus und haltet jeden Akt des guten Willens für eine Falle. Ihr werdet unsere Andersartigkeit niemals akzeptieren. Ich wurde gerade dezent abgelenkt durch dieses Ungetüm, was aus dem Hintergrund gelatscht ist. Ihr begrüßt also, dass die Elfen und Zwerge für ihre Unabhängigkeit kämpfen? Diese Kinder? Die haben den Sinn des Kampfes längst vergessen, dürsten nur nach Blut und Rache und empfinden nichts als Verachtung für die Menschen. Sie erkennen nicht, dass sie den Menschen damit immer ähnlicher werden. Wir verteidigen lediglich unsere Heimat, Gwynblade, und trachten nicht danach, die Menschen ins Meer zu treiben. Hab ich das nicht schon mal gefragt? Irgendwie ja, ne? Erzählt mir von eurem Leben. Brokilon ist unsere Heimat, Idline unsere Herrin. Wir leben im Einklang mit der Natur, gleiten durch das Dickicht und kennen die Geheimnisse des Waldes. Seid ihr glücklich? Wir haben Freuden und Sorgen, genau wie die Menschen. Doch unser Ende ist nahe.
Der Krieg mit den Menschen dauert an und unsere Art schwindet dahin. Mhm. Was macht ihr denn hier? Das ist ein Geheimnis. Und ich nutze die Gelegenheit, um diesen Hain mit seinen alten, wunderschönen Bäumen zu besuchen. Das ist ja Knorke. Habe ich das jetzt auch schon gefragt? Warum erscheint das denn wieder alles? Erzählt mir von eurem Leben. Brokilon ist unsere Heimat. Idlene unsere Herrin. Habe ich doch schon. Wir haben... Normalerweise ist das doch dann, das ist traurig. Erzählt mir vom Brok... Der Brokilon ist die Heimat der Dryaden. Eine von Menschen unberührte... Wer... Und... Ihr begonnen. Ha. So. Das ist traurig. Macht's gut. Ja, normalerweise ist das ja dann immer grau eingefärbt. Aber gut. So, haufenweise Wölfe und eine Vivre. Die sieht so ähnlich aus wie die Gorgo, die ich damals getötet habe. Riesige Bäume, merkwürdige Symbole, gezähmte Bestien, sogar eine Dryade. Das muss der Druidenhain sein. What else? Und ich glaube, dass ich die Wölfe hier... Nö, kann ich gar nicht. Okay. Da muss wohl irgendwo noch ungezähmte Wölfe geben. So, was haben wir denn hier? Hier gibt es ja wieder eine wahre Flut an Objekten. Obelisken und Pflanzen. Kreis der was? Unerwünschten Macht. Da hinten gibt es Wölfe. Aha. So, ich guck mal, ob ich mit dir irgendwie... Kann ich mit dir kommunizieren, meine Liebe? Nee, leider nicht. Druide, sprechen wir mal erstmal mit einem normalen. Hello. Kommt am Morgen wieder. Junge. Kommt am Morgen wieder. Jetzt chillt er einfach nur. Kreis der unerwünschten Macht. Aha! Ihr Hüre habt das Zeichen Jirden oder wie auch immer erlernt. Eine magische Falle, die eure Gegner verlangsamt. Wählt ein Zeichen auf der linken Bildschirmseite, rechtsklicken, um den Zauber zu wirken. Wird ihren verstärkt, kann es Gegnern auch Schaden zufügen und sie vergiften oder schwächen. Und am besten verwendet man es in Kombination mit anderen Zeichen. Erzähl doch nicht! Verlangsamt. Okay, was ist das denn? 2, 3. Okay. Ich will das gerade mal wirken. Coole Sache. Dezent zu erkennen an den Stacheln im Boden. Gut. Die Druiden haben nicht mehr viel zu erzählen. Hier war da noch jemand. Druide, älterer Druide. Reden wir mal mit dem älteren Druiden. Gute Nacht. Auch nix. Dann bist du jetzt dran. Willkommen im Hain der Druiden, Reisender. Seid gegrüßt. Ein wunderbarer Ort. Ich komme zum Nachdenken hier. Der Frieden hilft mir, meinen Geist zu reinigen. Sogar als Hexer seid ihr hier willkommen. Noch ein Wort darüber, wie ich lerne, mein Anderssein zu akzeptieren und dass ich das Zuhause finde, das ich nie hatte, und ich weine wie ein Baby. Sarkasmus offenbart nur eure Hemmungen. Oh, ein Elfenpsychoanalytiker. Ich habe Jahrzehnte unter Menschen gelebt. Eure Art ist so kompliziert wie der Aufbau eines Schlagstocks. Jahrzehnte? Wenn man so lange unter Menschen lebt, wird man ihnen ähnlicher, als einem lieb ist. Sprecht ihr aus Erfahrung, Monsterjäger? Sehr geistreich. Ich bin Geralt. Mein Name ist Yevin. Reden wir. Ja? So, nach diesem Schlagabtausch geht's jetzt mal zur Sache hier. Ich bin auf der Suche nach Hexerarbeit. Dann werde ich euch um einen Gefallen bitten. Ich muss einen Brief nach Vesima bringen. Allerdings bin ich dort nicht willkommen. Gepär, mach ich. Als Hexer dürften euch die Ungeheuer oder die Wachen am Stadttor keine Probleme bereiten. Für wen ist der Brief? Ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr den Brief Vivaldi überbringen könntet. Einem Zwerg, der in der Stadt wohnt. Würdet ihr mir seine Antwort überbringen? Na klar. Mach ich. Ich gehe sowieso nach Vesima. Genau, der Postbote vom Dienst hier. Halt. Ja? Was könnt tell ihr me mir more, tell me more. Erzählen? Wie ticken Elfen? Lasst uns unter den Bäumen beten. Für das zertretene Heidekraut.
Für das Blut, das vergossen wurde. Für das Schicksal, das zerstört wurde. Ich weiß nicht, ob ich euch ganz verstehe. Für den Tod durch das Schwert. Für die Schmerzen der anderen und unserer eigenen. Wir sehen uns. Alles klar, das wird irgendwie auch nicht grau eingefärbt, aber gut. Sein Gewicht in Gold wert. Erklärt mal, mir einen Brief abzugeben. Ja, bla bla. So, was haben wir denn sonst noch so? Kurz orientieren. Spielkreis der Elemente. Da hinten gibt's Wölfe. Dann werde ich mich mal um diese kümmern. Keine Ahnung, wie die so drauf sind. Komm. Oh, die verteilen aber schon Schaden. Hallo. So. Weiß nicht, ob die auf den schnellen oder doch auf den starken ansprechen. Ich glaube aber doch eher den schnellen, weil dem starken ist er gerade... Shit, ausgewichen. Aber zähe Gegner. Gegner. Gegner mit Ä. Was hast du denn alles dabei? Wolfspelz und Bestienleber. Das sieht gut aus. Da haben wir auch noch einen Wolfszahn, glaube ich, bekommen. Ja. Weiße Myrte. Okay, die anderen Druiden wollten nicht mit mir klönen, weil es mitten in der Nacht war. Ich gucke jetzt mal gerade, was es hier noch so gibt. Kann man langlaufen? Oder auch nicht? Kann man oder kann man nicht? Ich kann noch da hinten rüber, oder? Die Karte sagt das aber. Okay, dann geht's halt nicht lang. Ich bin halt so ein Erkundungsmensch und da ich dieses Spiel halt noch nie gespielt habe, muss ich hier jetzt mal alles abklappern. Könnte für euch auch interessant sein, vielleicht aber auch nicht. Da hinten gibt es mehr Wölfe, die werde ich jetzt mal jagen. Gerade gucken. Okay. Weitere Obelisken. Wo waren sie denn? Da. Zack. Hat was gebracht, glaube ich. Hack, hack, hack. Ihr kriegt jetzt mal ordentlich auf den Sack hier. Da kommt auch noch ein weiterer. So, und noch einer. Zwei sogar. Sind aber mal recht angenehme Gegner. Nicht so schwach auf der Brust wie diese Ersoffenen immer. Gut, je nachdem könnte ich jetzt sogar meine Felle voll haben hier. Hier ist noch einer. Oder muss ich noch ein paar sammeln? Ich glaube, ich muss noch ein paar sammeln. Gucken wir gerade mal, wie viel ich habe. Wo sind die denn da? Zwei Stück. Ah, brauche ich noch. Falsche Taste. So. Trunkener Toter. Vivian. Und ein Steg. Okay. Hier komme ich nicht runter. Das finde ich doof. Karte. Gucken wir mal, was wir hier so finden. Wyvern-Insel. Hier ist eine Echinops. Nein, das wollte ich nicht. Hallo. So, erst auf die... Echinops. Jetzt kommt ihr dran. Komm. War es das? Das war es. Da hinten ist, glaube ich, noch eine. Egal. So. Jetzt kann ich die... Doch, kann ich. Da war ich ja wieder einem Ausraster nahe.
Überreste, Überreste, Überreste. Die Blutsauger scheinen ganz schön aufgeräumt zu haben. Ah, was hier wieder zu tun gibt. Gegner über Gegner. Komm her. Oh. Ich guck mal gerade, wie das hier so verläuft. Die haut aber ganz schön rein. Machen wir den Ertrunkenen für mich platt. Alles klar. Die frisst aber ganz schön hier. Aber wenigstens kommt sie nicht dazu, mich zu attackieren. Was hast du denn so dabei, meine Liebe? Giftdrüsen und Vivernfleisch. Okay. Überreste von was denn? Okay. Die hat hier einfach nur ein bisschen aufgeräumt. Die hacken sich da ein bisschen gegenseitig um. Das stört mich wenig. Ehrlich gesagt. Komm. Hier. Komm. Jetzt. Würdest du jetzt vielleicht mal bitte... Dann halt nicht. Solange ich irgendwie attackiert habe oder die Aggro von irgendeinem Gegner auf mich habe, scheint das nicht zu funktionieren. Ah, so. Was war das? Vergiften. Anhaltender Verlust von Vitalität. Finde ich nicht gut. Ich habe doch hier gewisse Tränke, die mir dabei helfen könnten. Weißer Honig, reduziert toll, ja. Waldkauz. Goldene erhöht die Giftresistenz, neutralisiert eines vorher getrunkenen Giftes. Rein damit. So. Oh, shit. Okay, zwei Gegner auf einmal ist was happig. Jetzt muss ich mal gucken, wo mein letzter Save Point war. Gut, Malte, super ist das, was du hier... Da kommt Freude auf. Müsste, glaube ich, bei den Holzfällern sein, nicht wahr? Jau! Super! Alles klar, ab in den Druidenhain. So, da sind wir wieder. Und schaut mal, was ich gefunden habe. Die Vivern, sie sind da hinten so, aber hier kann ich meine Aalghul-Quest fertig machen. Das sieht pompös aus, was da abgeht. So, gleich mal schön vorbereitet. Am besten mal Art anwerfen und... Kommt alle ran. Hack. Ich kreise mich jetzt mal ein bisschen wild durch die Gegend. Geht ja ganz gut. Die haben nicht viel gegen mich auszusetzen. So, komm. Mädchenleichnam, Jägerleichnam. Hier ist einiges abgegangen, wie man sieht. So, Aalghul-Vertrag für Kalkstein fertig. Den Rest nehmen wir auch noch mit. Überreste. So, was hat denn Madame so dabei? Mampf, Schweinefleisch. Nehmen wir mal mit, ziehen wir uns direkt oral rein. Wie auch sonst. Goldener Saphirring, not bad. Und nochmal Soldatenfusel. Nehme ich aber nicht mit, ich habe noch Fusel. Ruinen. Die Gegend, die wir hier betreten haben, heißt Ruinen. Ach, und hier gibt es dieses Büschelkraut, was wir für den Zwergen von den Holzfällern einsammeln sollen. Komm her. Ja, du kommst auch noch her. Ach komm hier. Und wir uns alles zu lange.
So. Dass sie Turmruinen sind, ich glaube, das könnte durchaus sein. Wir sammeln mal das Sieht so aus, als wäre dieser Turm von selbst eingestürzt. Der Sumpf ist wohl nicht der ideale Bauplatz für Gebäude dieser Größe. Das stimmt wohl. So. Hallo. Aha, jetzt kann ich mich auch wieder bewegen. Da kann ich auch wieder sprechen. Ich stelle mich jetzt mal zentral hin und sage auf Wiedersehen für diese Folge. Ich werde hier auf Screen ein wenig alles abluten und dann sehen wir uns das nächste Mal, denke ich mal, an ähnlicher Stelle wieder. Bis denn dann.